Diese vier Kandidaten sind heute Abend als Team zu uns gekommen, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Der Jäger. Die Jagd beginnt. Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. In der Tat haben sich mal wieder vier Menschen gefunden, die der Meinung sind, einen Jäger besiegen zu können. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie am besten selbst. Hallo, ich heiße Volker Klärchen und als Bewerbungscoach frage ich mich gelegentlich selber, wo ich mich in 3 Jahren sehe. Womöglich da oben. Mein Name ist Elisabeth Giesler und mein Metier ist die Sprache. Und genau die werde ich dir verschlagen. Mein Name ist Simon Siedlacek. Ich fahre Taxi und studiere Religion. Und ich glaube, umfassender kann man sich nicht bilden. Mein Name ist Uwe Schwelgert. Als ehemaliger Kriminalpolizist habe ich früher sehr viele Fälle gelöst. Und genau das habe ich auch heute vor und werde alle Fälle lösen. Das ist unser Team des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich zunächst zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld für die Teamkasse erspielen, um dann mit diesem Geld jeweils in ein Duell zu gehen gegen den Jäger. Wer das Duell gewinnt, geht automatisch durch ins Finale. Wer verliert, scheidet aus und muss nach Hause gehen. Beginnen wollen wir heute Abend mit Volker. Guten Abend, Volker. Herzlich willkommen bei Gefragt, Gejagt. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du wirkst es eben schon sehr selbstbewusst. Ich brenne. Das ist gut. Ja. Lichterloh sozusagen. Ja. Passendes Hemd dann auch dazu. Oder? Ja, das war vorher weiß und jetzt. Das ist schön. Ein Bewerbungscoach, das heißt, du unterstützt die Menschen, die einen Job finden wollen. Genau, die einen Job finden wollen oder müssen. Ja. Was halt deutlich schwieriger ist. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit zaubere ich seit 21 Jahren. Ach. Ja. In der Glitzerwelt der Dorfgasthöfe bin ich unterwegs. Also überall, wo man irgendwie Leute braucht, die ein bisschen ein Showprogramm machen da. Ach, wie klasse. Ja, mal gucken, was du hier heute ablieferst und vielleicht können wir irgendwas gegen ihn dann nachher tun. Ich habe ein paar Antworten im Ärmel. Wir konzentrieren uns erstmal auf deine Schnellraterunde. Du kennst die Regeln hier. Eine Minute für dich, 500 Euro pro richtige Antwort. Jawohl. Und die Zeit startet jetzt. In welchem Schulfach werden schon mal Schweineaugen seziert? Biologie. Worauf weist im Flughafen ein Piktogramm mit Koffer über gepunkteter Linie hin? Paket... Band, Gepäckausgabe. Welches chemische Element hat das Symbol Mg? Magnesium. Welcher Monat ist dem Namen nach der 9., aber eigentlich der 11. November? Jahr? Welches Musical wurde bisher am häufigsten am Broadway aufgeführt? Phantom der Oper. Ja, wie heißt in der Politik die zur Beschlussfähigkeit vorgeschriebene Anzahl abgegebener Stimmen? Parlamentarische Mehrheit. Quorum. Wie heißt der nordwestliche Teil des amerikanischen Mittelmeeres? Weiter. Golf von Mexiko. Welches Bundesland hatte noch nie einen Erstligisten in der Fußball-Bundesliga? Schleswig-Holstein. In welchem Film verliebt sich Matthias Schweighöfer in eine Sportmoderatorin und träumt von Nachwuchs? Der Nanny. Vaterfreuden. Wer schrieb die Textzeile Es ist vorbei, bye bye, Junimond? Rio Reiser. Ja, wer hat bewiesen, dass die Milchstraße nur eine Galaxie unter Abermillionen ist? Kepler. Hubble. Mit welchem englischen Wort bezeichnet man in der Raumfahrt einen Vorbeiflug? Transit. Flyby. In welchem Jahr begann der Zweite Weltkrieg? 1939. Ja, der kam noch. 3.500, hast du gut gemacht. 3,5? Sehr gut, ja. Sehr gut. Durchatmen. Bin zufrieden. Sehr starker Auftakt. Kleines Problem, du hast das Geld noch nicht. Wir wollen es jetzt verteidigen und wir sind sehr gespannt, lieber Volker, Elisabeth, Simon, Uwe, wer gegen euch heute Abend antreten wird. Ist es der Quizgott Sebastian Jacobi? Er hat eine konfessionsübergreifende Willkommenskultur begründet für die Quizhölle. Oder ist es der Bibliothekar Klaus-Otto Nagorsnik? Er schwört beim Barte des Propheten, dass er nicht alles weiß, nur das, was halt in seiner Bibliothek steht. Ist es der Besserwisser Sebastian Klussmann? Er spricht Japanisch, er spricht Chinesisch und Spanisch kommt es ihm vor, dass seine Gegner immer so wenig wissen. Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger? Er musste Jäger werden, sein Vater stammt aus der Kurpfalz. Wen möchtest du denn am liebsten haben, wenn du es dir denn aussuchen könntest? Wenn ich es mir aussuchen könnte, Sebastian Klussmann. Okay. Ja. Warum? Keine Ahnung, er ist mir einfach sympathisch. Ist okay. Ja. Der ist auch ein netter Kerl. Das hoffe ich. Vielleicht kommt er. Hier kommt der Jäger. So geht's auch manchmal. Sehr erfreulich. Es ist der Besserwisser. Guten Abend, Herr Klussmann. Schön, guten Abend, Herr Bommes. Volker Klärchen aus Hamburg, Sebastian Klussmann. Guten Abend, Volker. Es ist mir eine Ehre. Sie waren Wunschkandidat, Herr Klussmann. Ja, dass das mal vorkommt hier.
aber ich erfülle gern Wünsche. Haben Sie sich schnell an Waldenberger vorbeigedrängt? Ja, einmal gerade durchgeboxt. Ja, ich habe das gehört hinten, ja. Ja, wahrscheinlich. Haben Sie die Raterunde verfolgt? Habe ich verfolgt. Oh, gut, ne? Respekt, das war sehr gut. Oh, guck mal, er ist ganz milde und gut gelaunt heute. Ja. Er hat schon mal bösartiger attackiert gleich beim Reinkommen. Wir legen dein Geld hier hin, Volker. Du kennst das Spiel, 3.500 €. Du gibst mir viele richtige Antworten, dann bist du im Finale. Kannst dir Sicherheit kaufen, wenn du magst, und von ihm abrücken. Er wird dir aber auch ein Angebot machen, solltest du näher an ihn ranrücken wollen. Was sind denn die ersten Summen heute, Herr Klussmann? Wenn ich glaube, dass das nicht für Sie in Frage kommen wird, 1.500 €. Ja, ist auch Geld. Absolut. Für etwas Glitzer in den Dorf schenken. 35.000 €. Oh, geht ja gut los heute. Was meint ihr? Alter Schwede. Soll er gleich sagen, zocken? Dass du Uwe meint ja. Bleiben, denke ich. Publikum ist nicht unparteiisch. Es ist absolut nicht unparteiisch. Also ich habe zumindest einen Daumen nach oben gesehen und ich weiß, dass Herr Klussmann ein so sympathischer Mensch ist. Er wird mir nicht wehtun. Ich zocke. Also ich finde das mit dem Zocken super. Bei der Begründung kann ich überhaupt nicht mitgehen, leider. Aber ich finde es sehr mutig. Ich traue es dir aber ohne weiteres zu. Volker, hau rein. Ich drücke dir sehr die Daumen. 35.000. Volker Klärchen gegen Sebastian Klussmann. Die Jagd beginnt. Mit dieser Frage. Welche Rockgröße verschaffte sich keinen Zutritt zum berühmten Club 27? A. Tina Turner, B. Amy Winehouse, C. Jimi Hendrix. Beide schnell. Was hast du genommen? Tina Turner. Club 27? Das ist der Club der Stars, die mit 27 gestorben sind. Ne? Okay. Was ist die richtige Antwort? Ja. Gut. Was kann die alles hier jetzt? 80? Deutlich über 70 auf jeden Fall. Knapp 80? Ja. So, was sagt der Jäger? Ja. Gut. Wie alt ist Tina Turner? Bevor sie zu gelangweilt gucken. Ich würde auch schätzen, Ende 70. Ja. Ja, wahrscheinlich. Guter Auftakt, hier kommt direkt die nächste Frage. Welche Stadt wird auch Calvin-Stadt genannt? A. Antwerpen, B. Genf, C. Innsbruck. Calvinstadt, Calvinstadt, Kelvinstadt. Ja. Was hast du genommen? Ich habe A genommen, Antwerpen. Warum? Weil ich es nicht weiß. Okay. Dann ist A gut, weil es auch hier so am nächsten ist wahrscheinlich, von links nach rechts. Ja. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Antwerpen. Bekommen Genf. Damit könnte der Vorsprung weg sein. Wird die Lücke schon mal dicht gemacht. Was sagt der Jäger? Ich war in der Schweiz tätig, da kam aus der Schweiz. Ist nicht schlimm, du hast alles noch in deiner eigenen Hand. Alles noch gut. Konzentriere dich nicht auf ihn, sondern ab jetzt noch mehr auf dich. Bitte richtig antworten jetzt auf diese Frage. Aus welchem Stoff sind Manchester-Hosen? A. Cord, B. Tweed, C. Denim. Boah, hast du das genommen? Ich habe A genommen. Cord-Hosen. Und tendiere zu B. Klussmann trägt beides. Gleichzeitig? Er bevorzugt so in Farbe auch. Letztens habe ich ihn in Gelb kommen sehen. Was ist die richtige Antwort? Es ist wichtig jetzt. Oh, Gott sei Dank. So, den konnten wir gut haben jetzt, ne? Ja. Mein Lieber, der nächste Schritt für Volker und seine 35.000 €. Was sagt der Jäger? B und C waren leicht auszuschließen. Tweed aus Schottland und Denim aus Nîmes. Daher kommt es Denim. Ach, Denim. Ja, okay. Ist also, das der? Achso, ich habe Denim gesagt wieder, ne? Ja, aber das sagt man ja auch so. Sagt man ja so, ne? Ja, klar. Und dieses gelbe Geschoss, was Sie letztens anhatten, das war wirklich Cord, oder? Das war kein Cord, nein. Ach so, nein, nee, dann sah es nur gelb. So aus. Sie anscheinend geblendet. War nur gelb, aber kein Cord. Weiter mit dieser Ausgangslage. Du sollst bitte richtig antworten. Auf ihn können wir uns nicht verlassen. Hier kommt die nächste Frage. Womit beschäftigt sich ein Taxidermist? A. Grundstückspreise, B. Personenbeförderung, C. Tierpräparation. Eieiei, was hast du genommen? C. Die Tierpräparation. Das sind diese Menschen, die toten Tiere dann nochmal aufhübschen. Sind die das sicher? Ja. Also weißt du das? Ja. Oh, das ist natürlich ein Traum. Was ist die richtige Antwort? Super.
Ich glaube, B war wahrscheinlich die Falle wegen Taxi. Ja. Und Grundstückspreis ist gar nicht so doof wegen Taxieren. Ach so, vielleicht ja. Hätte ich nämlich in dem Moment natürlich wieder als Dovi gedacht hier. Aber so ist ja viel besser. Ja. Danke für die richtige Antwort. Beruhigt uns alle. Seid ihr noch gut dahin? Ja? Ihr macht eine Arbeit sehr gut. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Er verdient uns zu vertrauen. Was sagt der Jäger? Mensch. Vollkommen richtig. Ja, ja. Danke. Er hat auch Bitte Psycho schön. Geguckt wahrscheinlich. Da kommt das ist das Hobby von Norman Bates in Psycho. Ah. Nur noch drei richtige. Obwohl, ich sollte ihn nicht wütend machen. Nein, ist völlig egal. Konzentriere dich okay. nur auf dich weiterhin. Hier kommt die nächste Frage. Bitte um eine richtige Antwort wieder. Schall und Wahn ist ein Klassiker von A. DJ Sven Väth, B. William Faulkner oder C. Stephen Hawking. Für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich für William Faulkner entschieden, konnte aber eigentlich nur Stephen Hawking ausschließen. Ach so, okay. Ja. Warum hast du ihn ausgeschlossen? Also ich glaube, seine Buchtitel zu kennen und da war das nie dabei. Was ist die richtige Antwort? Wir möchten gerne weiter wandern hier mit 35.000, bitte. Faulkner! Oh. Hey, es geht aber auch gleich hier richtig zur Sache. Ja, ja, das ja. ist mit 35 ist natürlich gleich hier richtig hohe Messlatte. Was sagt der Jäger? Der hat ein bisschen überlegt. 3 Sekunden hat er gebraucht, glaube ich. So macht das hier wenig Spaß, wenn ja. Sie mal richtig drücken. Mir aber, auch nicht. Na, Stephen Hawking konnte man gut ja. ausschließen, eine kurze Geschichte des Universums. Und Sven Väth war etwas vor meinen Clubzeiten. Daher war ich mir da nicht ganz so sicher. In was für Clubs gehen Sie? Ja, alles so, was an der Warschauer Straße so entlang sich befindet. In Berlin? In Berlin. So, es geht alles so weiter, wie es ist. Du brauchst nur noch 2, hoffentlich wieder richtig jetzt. Was bedeutet der türkische Vorname Deniz? A. Meer, B. Strand, C. Sonne. Beide schnell, das beruhigt mich ein bisschen. Ich habe die Sonne genommen. Falsch, Simon? Ach echt? Ja. Weißt du es? Ja, Karadeniz heißt zum Beispiel Schwarzes Meer. Okay. Und jetzt, wo er es sagt, habe ich Zweifel. Ja, dann ist es wohl A. Was ist die richtige Antwort? Ja. So, und jetzt habe ich ein bisschen Schiss, weil er sehr schnell auch. War. Ja. Was sagt der Jäger? Ist es hier vorbei oder nicht? Ist es, wie schade. Ja. Aber Hut ab, das war ein super Duell. Und dass er es auch gleich gezockt hat. Alles Gute. Tschüss, Volker. Elisabeth, weiter geht's. Hallo, Elisabeth. Hallo. Dann müssen wir jetzt hier in die Pütt. Schade, es wäre alles drin gewesen. Es war sehr eng, ja. Hat schade. Er toll gespielt und ich fand es auch mutig, gleich die 35.000 zu nehmen. Aber das hätte sich um einen Haar gelohnt. Das hätte ja auch klappen können. Definitiv. Ja. Aber jetzt sind wir es. Jetzt musst du hier ran. Was machst du beruflich? Du sagst, Steckenpferd sei die Sprache. Ja, ich bin Texterin. Ich habe Sprachwissenschaft studiert Aha. und habe mich danach eigentlich auf die schriftliche Sprache konzentriert und schreibe Texte für Webseiten, für Blogs zu verschiedenen Themen. Okay, wo machst du das? Wo lebst du? Ich lebe in Köln. Ah, herrlich. Ja. Erste Minute für dich. Die Schnellraterunde ja. startet, wenn du bereit bist. Direkt jetzt. Okay. Als die 4 Grundelemente gelten Feuer, Wasser, Erde und? Luft. In welchem Kinofilm spielt Loriot den Direktor der Deutschen Röhren AG Heinrich Lohse? Weiter. Papa Ante Portas. Welcher Star-Tenor heiratete 2003 seine Sekretärin Nicoletta Mantovani? Weiter. Pavarotti. Welche Nummer hat die aktuelle Generation der PlayStation-Spielkonsole? 10. 4. Welcher Axel kämpfte 1995 bravourös gegen George Foreman, verlor aber trotzdem? Weiter. Axel Schulz. Richmond ist die Hauptstadt welches US-Bundesstaates? Vermont. Virginia. Welche Supermarktkette wurde von den Brüdern Karl und Theo Albrecht gegründet? Aldi. Ja. Wie nennen Hindus die Folgen des eigenen Handels auf ein Leben nach der Wiedergeburt? Karma. Wofür steht das D in D-Zug? Weiter. Durchgangs. Auf welchen Buchstaben gibt es redensartlich ein Tüpfelchen? Auf das I. Ja. Welche Wüste erstreckt sich über den größten Teil von Botswana? Weiter. Kalahari, an welchem Kalendertag wird im deutschen Fernsehen die Neujahrsansprache ausgestrahlt? Am 2. Januar. Nee, 31. Dezember. Ach. Während in der Schule die Note 2 für gut steht, bedeutet die 6 ungenügend. Die hätte es noch gehabt. Schade. 2000. Alles gut. Okay, gut. Alles gut. Werden wir sehen, was er daraus macht. Mhm. Unten wie oben. Hier kommt der Jäger.
Klussmann möchte Ihnen Elisabeth Giesler vorstellen, aus Köln. Sehr belesen, sehr gut im Verschriften, in aktuellen Beiträgen. Also eigentlich prädestiniert, dass Sie sie mal schnell durchlassen jetzt hier. Ach so, so da ist das. Ich also auch guten für. Abend, das Elisabeth. Gut. Hallo. Erstmal. Wir wollen Rache, hoffe, das zeigt sich jetzt. Wir wollen Rache für Volker auch nehmen, den Rache, Sie gerade Rache? Schmählich rausgehauen haben hier. Aber wollen wir direkt loslegen? Wir können direkt 2000 loslegen. 2000 Euro wären die Summe, um die du spielen kannst. Du kannst aber auch um weniger oder um mehr spielen, Herr Klussmann. Das muss ich zunächst halbieren, 1000 Euro. Müssen Sie, ja. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Ja. Ja, aber es liegt, wie gesagt, in Ihrer Hand. Ich biete Ihnen 25.000 Euro. So, Uwe, Daumen wieder hoch, oder so wie eben? Ja? Ja. Und du? Simon? Auch Daumen hoch? Du musst es am besten wissen. Okay. Ja, logisch. Was meinst du, Elisabeth? Ich möchte die Sicherheitsvariante spielen. 1000? 1000. Dann spielen wir um 1000. Damit gehen wir aber auch mit ins Finale jetzt. Ich drücke dir die Daumen, die Jagd beginnt. Okay. Wer ließ angeblich seine Gladiatoren erstmals in silbernen Rüstungen antreten? A. Julius Caesar, B. Caligula oder C. Nero? Wen hast du genommen? Ich habe mich für Caesar entschieden. Caesar, was bekommen wir? Was ist die richtige Antwort? Gut. Das ist gut. Und das ist auch gut, weil es jetzt wirklich nicht mehr ganz so viel ist. Aber wir bleiben erstmal ruhig fragen, was sagt der Jäger? Oh. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne den Fakt nicht. Und Nero, der Künstler unter denen, vielleicht ästhetisch wollte er. Ach, Herr Klussmann. Sie enttäuschen mich. Oh. Ja, ich finde es gut eigentlich. Na, das ist in Ordnung. Bei 4 Feldern Vorsprung kann man das schon mal sagen. Also, ihr trefft spätestens im Finale aber wieder aufeinander. Oh. Hier kommt die nächste Frage. Wir wollen es schnell beenden hier. Welche Tatortkommissarin spielt Ulrike Volkerts? A. Lena Odenthal, B. Bibi Fellner, C. Clara Blum. Das wüsste ich sogar mal. Du auch? Ja, ich auch. Nämlich? Die Lena Odenthal. Was ist die richtige Antwort? Super. Sehr gut. Nur noch 2. Was sagt der Jäger? Dienstälteste Tatortkommissarin. Ich glaube, seit 1989. Haben Sie einen Lieblingstatort? Ja, Münster. Ach, das habe ich mir gedacht. Natürlich. Ist auch der einzige, den ich gucke, muss ich gestehen. Ja, aber ist doch kein richtiger, das ist doch eher Komödie. Ja, daher ja. Ich bin ja kein Krimi-Gucker, aber das macht ja dann mehr Spaß. Das habe ich gedacht, dass Sie Münster gut finden, ehrlich gesagt. So, er ist auf dem Tableau, aber wir sind ja gleich schon fertig. Hier kommt die nächste Frage. Wie heißt die am weitesten im Westen liegende Hauptstadt Afrikas? A. Addis Abeba, B. Dakar, C. Nairobi. Ich muss. Du hast dich nochmal umentschieden gerade. Ne? Ja, zuerst Addis Abeba, habe mich dann aber für Nairobi entschieden. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt Dakar. Was ist die richtige Antwort? Nee, gut. Oh, okay. Nee, nein, ist er noch nicht grün. Ja, das wir ist müssen deine mal einen Moment warten. Alles klar. Es ist Dakar. Du hast okay, hast du gesehen, wie er gerade mit den Augen gerollt hat? Also, ich habe gerade wirklich einen Anfall hier oben gekriegt. Jetzt, ich dachte, Nairobi sei richtig. Ich dachte schon, ich hätte Osten und Westen falsch. Ach so, okay, das macht mich dann doch nicht so glücklich, wie ich gerade dachte. Was sagt der Jäger? Da wenigstens sind Sie ein bisschen verwirrt. Ja, im Sinne, wissen Sie, dass mir das tatsächlich mal passiert ist, dass ich Osten und Westen meiner Quizmeisterschaft verwechselt habe? Das hat mir den deutschen Meistertitel 2013 gekostet. Oh. Ach, wirklich? Ja, in der Schnelligkeit passiert so etwas manchmal leider. Ach Mensch, das tut mir aber leid. Ja. Guck mal, da knabbert er. Hier kommt die nächste Frage. Wie nennt sich eine Pflanze der Moschuskrautgewächse? A. Völkerball, B. Wasserball, C. Schneeball. Was hast du genommen? Mir gefällt das Wort Schneeball am besten. Ach, wie schön. Ja. Ja. Wenn es danach jetzt geht, genau. Was ist die richtige Antwort? Also doch die Schönheit des Wortes. Dann machen wir es jetzt einfach immer so, was wir am schönsten, was ich auch am flüssigsten vorlese, kannst du einfach in Zukunft immer nehmen. Okay. Also, da bleibt aber nicht viel übrig. Nur noch eine brauchst du, eine richtige. Was sagt der Jäger? Ja, ein wunderschönes Wort. Ja.
Kam sehr ehrlich und von Herzen rüber gerade, Herr Klussmann. Kommt immer so, von Herzen. Dann wollen wir es jetzt beenden hier am liebsten mit dieser Frage. Dann haben wir 1.000 Euro und Elisabeth schon mal sicher im Finale. Schauspielerin Elizabeth Hurley ist auf den Tag genauso alt wie welche deutsche Kollegin? A. Christine Neubauer, B. Veronika Ferres, C. Jasmin Tabatabai. Uiuiui, das ist ja jetzt, muss man wissen oder kann man es? Ich weiß nicht, zuordnen? Ob man es wissen kann. Ich habe versucht, am Alter herzuleiten. Okay. Jasmin Tabatabai schätze ich jünger ein, ja. Also Elizabeth Hurley. Also blieb nur noch die Wahl zwischen Christine Neubauer und Veronika Ferres. Aha. Und habe mich dann für Veronika Ferres entschieden. Okay. Wenn Veronika Ferres am, ja, so muss es ja gemeint sein, ne, am selben Tag Geburtstag hat wie Liz Hurley, dann sind wir ja durch. Was ist die richtige Antwort? Super! Okay. Ab ins Finale. Danke mit dir und nimm deine 1.000 Euro mit. Simon, weiter geht's. Hallo Simon, grüß dich. Hallo. Guck mal, es sieht auch schon deutlich besser aus. Bisschen ja. Geld haben wir schon drin, Finalteilnehmerin das auch. Gut. Nimmt es dir den Druck ein bisschen? Ein bisschen. Jetzt, wo ich da saß, nicht, aber jetzt, wo ich hier vorne stehe, doch schon. Ist schon was anderes jetzt, ja, ne? Man steht da irgendwie so alleine. Aber komm, ich bin bei dir. Ja. Bist du Student oder bist du Pastor? Ja, schon Student. Oder, nein, ich studiere auf Lehramt. Aha. Also Spanisch ist mein zweites Fach. Okay. Theologie. Wo studierst du? In Wuppertal, an der Bergischen Uni. In Wuppertal? Genau. Ach, siehste. Und bist du auch gebürtig daher? Nee, ich komme aus Solingen. Ach, cool. Und was würdest du machen, wenn du gewinnst hier heute? Also in erster Linie will ich auf jeden Fall meinen Auslandsaufenthalt, meinen obligatorischen, finanzieren. Okay. Für das Spanischstudium. Ja, da wollen wir mal gucken, dass auf jeden Fall erstmal viel angesammelt wird und dann sehen wir, was er daraus macht. Eine Minute für dich, Simon. Konzentrier dich gut, nimm die Kampfhaltung ein. Und die Zeit startet jetzt. Welches Tier kündigt den Tag durch sein Krähen an? Der Hahn. Für welches Würzmittel ist die französische Stadt Dijon berühmt? Senf. Ja, welche Biathletin fuhr mit knallroten Haaren zu 5 WM-Titeln und 3 Olympiasiegen? Walter. Kathi Wilhelm. Wie heißt die Hauptstadt von Ungarn? Budapest. Ja, was nennt man in Österreich Paradeiser? Tomaten. Ja, die FBI-Eliteeinheit um Agent Hotchner jagt in welcher US-amerikanischen TV-Serie unberechenbare Killer? Weiter. Criminal Minds. In der Mathematik steht die Abkürzung KGV für kleinstes gemeinsames? Verteiler. Vielfaches. LeFloid, White Titty und Gronkh gehören zu Deutschland bekanntesten? YouTubern. Ja, welcher in Wuppertal geborene Regisseur drehte das Parfüm- und Cloud-Atlas? Oh, weiter. Tom Tykwer. Welche Farbe haben die Helme der UN-Friedenstruppen? Blau. Ja, welche griechische Göttin erweckte eine Elfenbeinstatue zum Leben? Athene. Aphrodite. Wie heißt der vierte Teil der literarischen Krimiserie Millennium? Oh, weiter. Verschwörung. Welches Organ ist erkrankt, wenn man unter Akne leidet? Das Gesicht. Die Haut. Wer übermäßig und lautstark protestiert, schreit redensartig Zeta und Mordio. 3.000 Euro. Alles fein. Ja. 3.000 ist gut. Freu dich drüber. Konzentrier dich aber vor allem schon wieder. Wir holen ihn rein, okay? Alles klar. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, Simon Sitacek. Guten Abend. Aus dem Bergischen Land. Mhm. Kennen Sie sich da aus? Nein. Nee. Na gut, muss ich auch nicht. Habe ich einen Vorteil jetzt vielleicht? Könntest du ihn schön veräppeln, wenn du ihn Taxi führst? Sonst kannst du ihm schön, ja, was abknüpfen. Falls Sie mal wirklich einsteigen sollten, kann ich ja mal dann ein paar Umwege fahren. Schauen wir mal. So, bevor wir uns hier verquatschen, tun wir dein Geld da mal schnell hin. Und machen Sie bitte was Anständiges draus, Herr Klussmann. Machen wir es kurz. 1.250 Euro. Und oben? Falls es mit dem Theologiestudium nichts wird, für ein eigenes Taxi 40.000 Euro. Dafür kriegt man eins, ne? Ja. Dafür kannst du vor allem schön ins Ausland. Ja, ich zocke. Machst du? Mhm. Okay. Das ist eine mutige Truppe hier, doch. 40.000 Euro, die jetzt gleich mit Simon ins Finale gehen. Die Jagd beginnt. Hau rein. Und die Jagd beginnt mit dieser Frage. Was wird aus den Bauchlappen des Dornhais hergestellt? A. Schillerlocken, B. Tarama, C. Lebertran. Mhm. Was hast du genommen? Ich habe jetzt B geraten. Ich habe zwischen B und C geschwankt, aber... Was ist die richtige Antwort? Schillerlocken. Was sagt der Jäger?
Ja, eine Delikatesse aus dem Bauchladen des Dornheiß. Ich habe es noch nicht selbst probiert, habe es aber auch nicht vor. So, jetzt solltest du richtig antworten. Ja. Es geht jetzt ganz oben los. Und zwar, wer richtig antwortet, bleibt am Leben. Hier kommt die nächste Frage. Was hat ein rotes Fell, weiße Augen, eine kartoffelförmige Nase und tritt in der Sesamstraße auf? A. Elmo, B. Grobi, C. Oscar. Ausschlussprinzip, ne? Ich habe jetzt A geraten wieder. Alles nicht meine Fragen irgendwie. Okay, so richtig viel Optimismus kommt gerade nicht von hinten. Wir brauchen Elmo. Sieht der so aus? Was ist die richtige Antwort? Gut. Läuft doch. Ja, ist doch schon fast vorbei. Ja. Du hast es doch schon fast. Was sagt der Jäger? Schnell. Ach komm. Das ist nicht meine Stärke. Ich habe das nie gesehen. Ich habe das gleich übersprungen. Aber, geht mir genauso. Aber ich kenne St. Elmos Feuer. Daher wirkte es ja rot auf mich. Und es bleibt alles, wie es ist. Du musst richtig antworten. Hier kommt die nächste Frage. Wie heißt eine Tomatensorte? A. Hammelniere, B. Ochsenherz, C. Kapaunleber. Haben wir nicht schon was mit Tomate heute? Was ja, Paradeiser. Ja, genau. In Österreich zu Tomaten. Ja. Ich habe jetzt B geraten. Da kam mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Okay, was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Ochsenherz. Bitte. Sehr gut, Simon. Wir hangeln uns hier ganz langsam runter. Was sagt der Jäger? Da lassen sich noch ganz viele solcher Fragen konstruieren. Ja? Noch schöne Tomatensorten. Die nenne ich aber jetzt lieber nicht. Mal schauen, was noch in den folgenden Wochen kommt. Was in den passiert, genau. So, weiter geht's mit der nächsten Frage. Simon ist gut unterwegs. Es soll bitte so bleiben. In welchem Sternbild befindet sich der helle Stern Vega? A. Klampfe, B. Leier, Schalmei, C. Hast du irgendeine Ahnung? Gar nicht. Was? Ich habe C geraten. Schalmei. Wir brauchen C. Bitte. Ah, es ist B. Und jetzt könnte es vorbei sein. Wirkte sehr sicher von ihm. Ja? Mhm. Wenn der Jäger B hat, dann sind die nächsten 40.000 hier weg und Simon leider auch. Und Herr Klussmann zahlt pro Kilometer im Bergischen Land 14,50 Euro. Was sagt der Jäger? Tschüss, mein Lieber. Sag Grüße. Danke fürs Kommen. So, Uwe, jetzt geht's. Komm. Hallo, Uwe. Jetzt haben wir nur noch Elisabeth da hinten und sie freut sich so, dass du hoffentlich gleich wieder zu ihr kommst, ja? Mit ordentlich Kohle. Auch. Wie war es bislang für dich, von da hinten zuzuschauen? Hochspannend und schade, dass wirklich gute Leute ausgeschieden sind. Ja. Aber Glück und Pech liegen eng beieinander und so muss es wohl auch sein. Ja gut, dann wollen wir gucken. Du bist ehemaliger Inspektor? Ehemaliger Kriminalhauptkommissar, aber der Rang ist egal. Aber ich war lang bei der Kriminalpolizei und bin jetzt Gästeführer in meiner Heimatstadt Ulm und würde mich auch freuen, Sie mal und andere vom Team hier durch Ulm führen zu dürfen. Ja, das wäre mal gefragt, gejagt Ulm. Wir machen so eine Städtetour vielleicht. Okay. Wollen wir jetzt mal schauen, ob aus deinen Bereichen hier irgendwie was dabei ist. Eine Minute für dich. Die Schnellraterunde für Uwe startet jetzt. Wo fand 1813 die sogenannte Völkerschlacht statt? Bei Leipzig. Welches Kürzel steht vor dem Nachnamen des romantischen Schriftstellers Hoffmann? ETA. Ja, welche Politikerin war von 1988 bis 98 Bundestagspräsidentin? Petra Süßmuth. Wie heißt das Verbindungselement zwischen zwei Brillengläsern? Steg. Dem deutschen Buchstabieralphabet nach heißt es K wie? K wie Konrad. Kaufmann. Welches Berbervolk nennt man auch die blauen Ritter der Wüste? Tuareg. Ja, welcher herzhafte rote Saft gilt besonders auf Flugreisen als Kultgetränk? Tomate. Ja, zu welchem Land gehört die Insel Sachalin nördlich von Japan? Der ist es auch. Wer komponierte als Alf Igel recht erfolgreich für den Eurovision Song Contest 1998? Dieter Bohlen. Stefan Raab. Wie zählt beim Tennis der Schiedsrichter die Null? Weiter. Love. Wer regierte England, als 1588 die spanische Armada besiegt wurde? Elisabeth I. Ja, wie nennt man die rückblickende Ausstellung auf ein künstlerisches Werk oder eine Epoche?
Retrospektive. War ein bisschen spät, aber du hast 3.500 Euro. Das ist super. Sehr gut. Danke. Ja, ich mag das, dass du wieder lächelst jetzt. Diese Runde ist vorbei. Ja. Alles vergessen, was passiert ist. Jetzt konzentrieren wir uns auf Sebastian Klussmann. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, abschließend Uwe aus Ulm. Guten Abend, Herr Kommissar. Gerne bekannt. Guten Abend, Herr Klussmann. Ist ganz witzig, ich hatte mal eine Klassenkameradin im Humboldt-Gymnasium, die hieß auch Klussmann. Also das macht sie schon sehr sympathisch. Aha. Guck mal, das ist ein kleiner Taktikwechsel jetzt hier. Da wird ein bisschen freundlich gesprochen, Herr Klussmann. Bitte Sie, das wohlwollend gleich zu beachten, ja, in der Runde. Vor allem war das sehr stark, möchte ich mal kurz sagen. Sie haben sowieso eine starke Truppe, sieht bisher noch nicht so aus, aber hier waren Sie wesentlich stärker. Ja, 3.500 Euro, war sehr gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, Sie haben ja, was war das, einmal 35, einmal 40 weggenommen. Das heißt, die Zocker-Varianten, die beiden waren ja auch gut. Also ich teile Ihren Eindruck. Und jetzt wollen wir gucken, dass Uwe das schafft. Was bieten Sie? Ich biete Ihnen, weil Sie mir so sympathisch sind, 3.400 Euro. Ach, guck mal. Mhm. Und wie unmoralisch wird es jetzt nach oben? Gar nicht unmoralisch. Sie haben ja schon immer mit dem Daumen nach oben gezeigt dahinten. Bei den anderen fällt dir jetzt auf die Füße, mein Lieber. 50.000 Euro. Ich habe das befürchtet. Also was du nicht machst, du nimmst nicht die 3.5. Entweder gehst du runter für 100 oder du zockst. Also ich riskiere es mit 50.000. Okay. Elisabeth, vergiss, was ich dich gerade fragen wollte. Wir sind schon im Spiel. Ich drücke dir die Daumen. Hier kommt der Kommissar und die Jagd beginnt. Mit dieser Frage. Welcher Franzose war 1903 der erste Gewinner der Tour de France? A. Jacques Anquetil, B. Bernard Hinault oder C. Maurice Garin? Hast du es genommen? C. Weil du es weißt? Ja. Dann ist alles gut. Gebt uns bitte C frei. Super. Sehr guter Auftakt. So, Uwe ist ein bisschen erstarrt jetzt hier, aber das ist auch okay. Das ist die Konzentrationshaltung. Was sagt der Jäger? Auch. Natürlich. Und die anderen beiden außer Möglichkeit konnte man leicht ausschließen. Deutlich später, ne? Deutlich später, ja. Hier kommt die nächste Frage. Welcher Ritter der Tafelrunde war in Artus Gattin Guinevere verliebt? A. Parzival, B. Galahad, C. Lancelot. Wieder ein schneller Uwe. Was hast du genommen? Lancelot. Wieder C, ne? Eben war auch C. Bringt uns das Glück? Ja. Tut es. Nächster Schritt. 50.000 wandern nach unten. Was sagt der Jäger? Das konnten wir aber jetzt mal richtig gut gebrauchen. Kurz durchpusten, nicht zu früh freuen, aber das war natürlich jetzt hier wichtig. Der Patzer des Jägers, wir nutzen ihn hoffentlich gleich mit der nächsten richtigen Antwort. Was war das historische Canossa? Ziel des demütigenden Bußgangs Heinrichs IV. A. Eine Burg, B. Ein Kloster, C. Eine Bibliothek. Ach, was war Canossa? Ja, ich habe auf die Burg getippt. Getippt. Okay. Er musste später ins Kloster, aber vorüber, aber Bibliothek war es auf keinen Fall. Ja, da sitzt ja auch nicht Nagorsnik da oben. Nee. Was ist die richtige Antwort? Nächster Schritt mit 50.000. Was sagt der Jäger? Auch die Burg. Sind eine Burg da unten. Aber ja, Reste stehen noch. Ich befand mich auch vor einiger Zeit in der Nähe. Bin leider nicht dorthin gekommen, aber ist noch etwas zu sehen dort. Guck mal, das ist der Unterschied zu anderen Menschen. Jeder hätte gesagt, ich war letztens mal da. Er sagt, ich befand mich noch vor einiger Zeit in der Nähe. Sehr gewählte Ausdrucksweise, aber spricht für seinen Stil. Definitiv, den hat er. Er kommt weiter hinter dir her. Aber du hast einen Abstand geschaffen. Hier kommt die nächste Frage. In was wird die freundliche Madame Portine im Musical Die Schöne und das Biest verzaubert? A. In einen Besen, B. Eine Teekanne oder C. Eine Kommode?
hast du genommen? Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe auf Teekanne getippt. Weil bei einem Besen stellt man sich eher eine Frau vor, die irgendwie ein bisschen ja, so struppig ist und widerspenstig. Kommode ist mir einfach zu quadratisch, ohne Kurven. Frauen haben Kurven, also ich denke, eine Teekanne ist besser. Das war die tollste Herleitung, die ich hier bekommen habe. Ich hoffe nur so, dass es jetzt auch B ist. Was ist die richtige Antwort? Deine Kurve geht steil nach oben, mein Freund. Das ist richtig gut. Aber bitte demütig und fokussiert bleiben. Was sagt der Jäger? Auch ich mag Frauen mit Kurven. Wenn er schon anfängt, privat zu reden, dann ist hier einiges schiefgegangen aus seiner Sicht. Nächste Frage, hoffentlich die vorletzte. Als Test zur Optimierung von Suchmaschinen diente 2005 zuerst die Hommingberger A. Gepardenforelle, B. Zebrakrähe oder C. Papageienmaus. Ja, ich habe auf die Gepardenforelle getippt, weil ich mir vorstellen kann, dass ein gestreifter Fisch so heißen kann. Und eine Forelle ist sehr schnell, auf jeden Fall schneller als Krähen und Mäuse. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Habt ihr mit sowas ermittelt? Nö, da war ich schon außer Dienst. Ach schon. Okay. Bin schon 2003 pensioniert worden. Ach so, sieht man dir gar nicht an. Wird gedacht, letztes Jahr oder so. Ja. So, egal. A brauchen wir. Boah, bist du gut, ey. Bist du auf der letzten Stufe schon. Also nicht, dass uns das schon irgendwas bringt, aber es ist unmittelbar davor. Was sagt der Jäger noch kurz, bevor wir gleich in ekstatischen Jubel ausbrechen hier? Ich habe das schon mal gehört, aber ja, das war's dann auch schon. Wenn es soweit ist, Herr Klusmann, dass Sie schon mit habe ich mal gehört antworten müssen. Also, er ist gleich durch hier möglicherweise. Ist ja noch kein Spaß hier. Oh, Elisabeth, er bringt dir vielleicht jetzt 50.000 da hinten. Ja. Nein, dann habt ihr richtig Kohle. Hier kommt hoffentlich die letzte Frage dieses letzten Duells und wir brauchen eine richtige Antwort. Wer nutzt eine Telefonzelle namens TARDIS als Zeitmaschine und Raumschiff? A. Dr. House, B. Dr. Who, C. Dr. Doolittle. Was hast du genommen? Dr. Who. Dr. Who. Gut, wir brauchen B. Aber ich glaube, wir pusten mal ganz kurz durch. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück bei Gefragt gejagt und es geht um 50.000 Euro. Uwe ist unmittelbar davor, die ins Finale zu bringen, hat auf die Frage, wer eine Telefonzelle namens TARDIS nutzt als Zeitmaschine und Raumschiff Dr. Who geantwortet. Ist B richtig, dann sind wir hier durch. Na bitte, du kannst wieder locker stehen, mein Lieber. Super, super gemacht. Geh ins Finale, gleich wieder fokussieren. Elisabeth, Uwe, 51.000. Finalzeit bei Gefragt gejagt. Elisabeth ist durchgekommen und Uwe ist eben auch spektakulär durchgekommen gegen Sebastian Klusmann, macht ein Zweierfinale und hier stehen 51.000 Euro, die wir so gerne loswerden würden jetzt. 2 Minuten lang jetzt Fragen für euch. Ihr bekommt 2 Punkte Vorsprung in diesem Finale, weil ihr mit 2 Personen eingezogen seid. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Wer die Antwort jetzt weiß oder weiter sagen will, der muss buzzern. Das ist wichtig. Wir brauchen eine Antwort, die wir zuordnen können, falls es durcheinander geht. Außerdem habt ihr ja euren Vorsprung. Ich werde die Fragen nicht auflösen, damit ihr die vollen 2 Minuten auch zur Verfügung habt. Alle Fragen, alle Antworten wie immer unmittelbar nach der Sendung auf das erste.de/gefragt gejagt. Konzentriert euch. Pustet noch einmal durch und holt euch dann bitte jetzt einen richtig, richtig guten Vorsprung auf den Jäger. Seid ihr bereit? Ja. Die Zeit für Elisabeth und Uwe im Finale Teil 1 startet jetzt. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das? Elisabeth. Mondgesicht. Wie nennt man im Bundestag die Parteien, die nicht der Regierung angehören? Uwe. Opposition. Welches Luxusprodukt besitzt eine Kopfnote und eine Herznote? Walter. Wer trat vor ihrer Schlagerkarriere als Funkenmariechen im Krefelder Karneval auf? Uwe. Walter. Humorlose Menschen gehen redensartlich zum Lachen in den Elisabeth. Keller.
Wie viele Monate ist ein vorläufiger Personalausweis maximal gültig? Uwe. Immanuel Kants Grundlegung der Erkenntnistheorie trägt den Titel Kritik der reinen Vernunft. Unter welchem Namen wurde 1948 ein Halbleiter-Bauelement patentiert, das den Elektronikmarkt revolutionierte? Uwe. Welche Medaille gewinnt der Erstplatzierte bei Olympischen Spielen? Elisabeth. Gold. Wie heißt ein Slang-Ausdruck für das Gefängnis, obwohl dort keine Füchse wohnen? Uwe. Knast. Nach welchem Politiker der Weimarer Republik ist eine Anzugart benannt? Elisabeth. Spesemann. Wer wurde 1903 mit dem Nobelpreis für Physik und zudem 1911 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet? Elisabeth. Marie Curie. Wodurch betritt man normalerweise ein Haus oder ein Zimmer? Uwe. Eingang. Wie heißen die Computerprogramme, die man kostenlos testen und später kaufen kann? Uwe. Weiter. Welcher Schwabe gewann 1992 als bislang einziger Deutscher eine olympische Goldmedaille im 5000-Meter-Lauf? Uwe. Dieter Baumann. Welches Motiv ist auf der seltenen Briefmarke Blaue Mauritius abgebildet? Uwe. Königin Victoria. Zu welchem Handwerker geht man, wenn von den Hochhackigen ein Absatz abgebrochen ist? Uwe. Schuster. Was wird scherzhaft auch Gesichtserker genannt? Uwe. Nase. Welche Stadt verzichtet auf den Zusatz Bad, um im Alphabet ganz vorne zu stehen? Uwe. Weiter. Welcher deutsche Dramatiker schrieb einen Essay über das Marionettentheater? Uwe. Weiter. Wie lautet der Kurzname für einen verdeckt agierenden Informanten der DDR-Stasi? Elisabeth. Was bedeutet die lateinische Frage Quo Vadis? Uwe. Wohin gehst du? Welche Krankenhausserie dreht sich um die Allgemeinmedizinerin Gretchen Hase? Das ist Diary. Der Name welches Westafrikaner? Gut, gut, Leute. Elisabeth und Uwe spielen um 51.000 Euro und ich habe eine sehr gute Nachricht, denn gerade ist noch mal ganz, ganz doll ausgezählt worden, eure zwei Minuten. Ihr habt 17 richtige Antworten gegeben. Ihr wart so schnell am Anfang, dass es irgendwo gehakt hat. Also, das kann hinhauen. Trotzdem bleiben wir sehr konzentriert jetzt, denn ihr wisst, er kommt noch mal zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, letzte Jagd heute, völlig unbeeindruckt von Zählereien. Wahrscheinlich waren Sie schon im Tunnel, aber 17 ist schon sehr, sehr amtlich. 17 ist stark. Ne? Es überrascht mich nicht. Das ist ein ganz starkes Team heute. Ich muss aufpassen, keine Patzer. Ja, das könnte möglicherweise das berühmte Zünglein sein. Heute die wichtige Info für euch. Ihr kennt das Spiel. 2 Minuten Fragen für den Jäger. In dem Moment, wo er nicht antworten kann oder falsch antwortet, wird die Zeit sofort gestoppt. Und ihr habt die Möglichkeit, nach kurzer Beratung ihn zurückzusetzen mit einer richtigen Antwort. Also nutzt das, sollte es passieren. Herr Klussmann, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. 51.000 Euro stehen hier und die Zeit für den Jäger Sebastian Klussmann startet jetzt. Was du heute kannst besorgen. Das verschiebe nicht auf morgen. Wie lautet der Fachausdruck für Gotteslästerung? Blasphemie. Lars Riedel ist 5-facher Weltmeister. Diskus. In welcher Stadt wird der Boy-Gobert-Preis verliehen? Passe. Stopp die Uhr. Ich weiß es nicht, wer du. Berlin. Er wird in Hamburg verliehen. 1:48:14. Herr Klussmann, bereit? Bereit. Die Zeit startet jetzt. Als König welcher Insel bezeichnet sich Jürgen Drews? Mallorca. In welchem Land war Wirtschaftsprofessor Romano Prodi Ministerpräsident? Italien. Welche Vorsilbe bezeichnet das Billionenfache? Giga. Stopp die Uhr. Ich gebe euch 5 Sekunden. Giga. Billionenfache. Brauche jetzt eine Antwort? Ich weiß es nicht. Terra. Ach, Terra. Ist die Vorsilbe. Und die Zeit startet jetzt. Welche Pinguinart lebt als einzige am Äquator? Galapagos. Welche Partei stellte bisher 5 der 8 deutschen Bundeskanzler? CDU. Was ist beim Skatspiel Trumpf, wenn Grand gespielt wird? Nur die Buben. In welchem Londoner Park befindet sich die Speaker's Corner? High Park. In welcher Sportart wurde Robbie Nash mit 13 Jahren erstmals Weltmeister? Wie viele Minuten dauert ein Sechstel einer Stunde? 10. Welche Brüder hatten 1965 ihren ersten Nummer-1-Hit und 1987 mit You Win Again ihren letzten? Bee Gees. In welcher deutschen Stadt spielt der Mann-Roman Die Buddenbrooks? Lübeck. Kleider machen Leute ist eine Novelle von Keller. Wem? Ene Mene Miste, es rappelt in Kiste. Der Kiste. Welcher See heißt in der Landessprache Balaton? Der Plattensee. Welcher Stummfilmstar drehte Der General und spielte am Ende seines Lebens Buster in Keaton? Wenn man... Ich bin schon völlig... Das war ja schon die letzte... Och Mensch, also herzlichen Glückwunsch, Herr Klussmann, die Jagd ist vorbei. Aber
Verzeihen Sie mir, ich war irgendwie... Meine andere Strategie hier oben. Das kann klappen, dachte ich heute mal. Ja, stark. Ja. Sie hätten noch 44 Sekunden gehabt. Dankeschön, also. Dankeschön. Ja, wie viele Patzer waren das? Ein oder zwei? Ein. Ja, Dankeschön, vielen Dank. Fast ein Durchmarsch. Ne? Das klar, besser jetzt. So ist es, wie es ist. Vielen Dank, Elisabeth. Vielen Dank, Uwe. Ihr habt super gespielt. Ich hoffe, es war auch ein schöner Abend für euch, trotz des doofen Endes jetzt. Das war's für heute. Kompliment, Herr Klussmann. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und guten Abend.